So. Jetzt ist wirklich meine ganze Moderationskunst gefragt. Wie komme ich jetzt vom Thema Homophobie auf die katholische Kirche, meine Damen? Das ist schwierig. Ich versuche es mal so. Neuigkeiten aus dem Bistum Köln. Joachim Kardinal Meißner, die rhetorische Faust Gottes. Der haut mal wieder einen raus. Ne? Vor einer Gruppe erzkonservativer und besonders kinderreicher Katholiken hat ihre Ignoranz gerade wenig subtil angedeutet, dass christliche Kinder für ihn irgendwie wertvoller sind als andere. Sag immer, eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien. Denn, wie heißt es in der Schrift, lasset die Kindlein zu mir kommen, aber nicht die muslimischen, denn die sind nur ein Drittel wert. Und ihre Eltern zahlen keine Kirchensteuer. Andererseits, er ist 80. Er ist 80 Jahre alt, geht bald in Ruhestand. Gut, manche sagen 30 Jahre zu spät. Andere sagen, im Alter darf man sowas. Ulrich von Hesen zum Beispiel, meine Damen und Herren. ZDF Spezial. Ich darf das, ich bin alt. Mit Ulrich von Hesen. Herzlich willkommen zu ZDF Spezial. Ich darf das, ich bin alt. Ulrich, Entschuldigung, auch wenn die Sendung so heißt, was ist das für ein Blödsinn? Nur weil der Meißner so uralt ist, darf er Muslime beleidigen, oder wie? Sie kapieren das einfach nicht, Welke. Wenn man alt ist, darf man jeden beleidigen. Das ist doch das Geile am Altsein. Das ist der ultimative Jagdschein. Du musst nur, wie Kollege Meißner, nach dem Beleidigen mit so einer gebrechlichen Greisenstimme sagen, das war nur ein furchtbares Missverständnis. Wegen der breiten Welle der Empörung versucht es seinen Pressesprecher heute mit einer Erklärung. Er hat selber gesagt, die Wortwahl ist vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen. Die Wortwahl war vielleicht ein bisschen unglücklich? Hat Kardinal Meißner vielleicht nicht mehr alle Latten am Zaun? Welke, was haben Sie eigentlich gegen alte Menschen? Dieser 80-jährige Kardinal hat einfach mal ein paar verdiente Katholiken für ihre herausragende Fruchtbarkeit gelobt. Ja, ihr Protestanten seid euch ja zu fein zum Knattern. Sie haben doch auch nur zwei Söhne, weil sie sich zweimal im Bett unglücklich umgedreht haben. Das ist so, ne, bitte. Was ist denn das? Ich habe mich absichtlich umgedreht. Mann! Was soll das denn heißen? Mann, wachen Sie auf! Der Kardinal hat völlig recht. Wir befinden uns in einem akuten Bumswettbewerb mit den Muslimen. Und wir liegen hinten. In der Zeit, wo Sie hier rumlabern, könnten wir beide schon wieder zwei, drei Christen zeugen. Gut, Sie nur einen nach Ihrem Fahrradunfall. Hallo? Wollten wir doch im Fernsehen nicht drüber reden. Ach so, dann war das ein Missverständnis. Ja. Außerdem bin ich sehr alt. Ja, Entschuldigung, bin ich sehr alt. Man kann nicht ständig Scheiße bauen und hinterher sagen, war ein Missverständnis. Dem Meißner, das sage ich ihm, ist einfach seine wahre Meinung rausgerutscht. Und zwar nicht zum ersten Mal. In einer Predigt vergleicht er Abtreibungen mit den Verbrechen Hitlers und Stalins. 2007 geht es um ein neues Kirchenfenster im Kölner Dom. Das abstrakte Werk des Künstlers Gerhard Richter passe wohl besser in eine Moschee. Ob Sie das glauben oder nicht, das sind alles Missverständnisse. Mhm. Er findet das Fenster so schön, dass er es den lieben Muslimen total gönnen würde, wenn die sich das angucken müssten. Ja. Mein Gott, der Mann ist 18. Ulrich, man kann doch nicht in einer Tour die Seniorenkarte ziehen. Na sicher. Seit ich 70 bin, parke ich zum Beispiel, wo ich will. Zur Not im Kreisverkehr. Und wenn dann irgend so eine Politesse kommt, fange ich ein bisschen an zu sabbern. Und dann passt die Olle auch noch auf mein Auto auf, während ich in den Beate-Use-Laden gehe. Ja, schön. Ganz toll, dass Sie das unterstützt. Aber was hat das denn mit Meißner zu tun? Das hat nichts mit Kardinal Meißner zu tun. Als er das gesagt hat mit den muslimischen Familien, bei diesem Skandalsatz, da sitzen 7 leibhaftige Bischöfe mit im Saal, während er da die Muslime beleidigt. Kann da nicht mal einer aufstehen und sagen, weiß ich nicht, Kinder, nimm mal einer dem Opa das Mikro weg, der blamiert sich. Ja, dazu fällt ihm nichts ein, ne? Doch. Auch dieses Missverständnis kann ich aufklären. Ja. Es ist halt so, dass in der katholischen Kirche, Sekunde, mir ist jetzt plötzlich irgendwie schwindelig.
weil Sie mich immer so anschreien. Was? Das tut mir leid. Jetzt sollen wir kurz abbrechen, oder was? Ja, das wäre vielleicht das Beste, ja. Die Seniorenkarte sticht immer. Ein Scheiß, wirklich. Danke mal. Habe ich Ihnen eigentlich schon gesagt, wie beschissen Sie mit der neuen Brille aussehen? Bitte? Missverständnis! Obwohl, immerhin verdeckt das Teil erfreulich viel von Ihrem Gesicht. Missverständnis! So, mir reicht's heute. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren, vielen Dank.